das ist... So, das ist das Braunbär und das ist das Katzending da. Jonas, komm mal her. Guck mal, setz dich mal auf. Hui, und dann fällt er wieder nieder. Wurschti, Wurschti, was ist denn das? Was ist denn das? Wurschti. Brock Lesnar. Grinst da einer? Grinst da einer? Grinst da einer? Komm her. Oh. Fein? Ja, fein? Fein? Jonas! Hilfe, der Fisch greift an, der Fisch! Jonas! So! Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Pass auf, das ist für den Thomas. Tschüss Thomas. Wir wollen einen Cobalium Community Raid machen, denn der Raid-Boss-Wechsel ist schon wieder da. Es ist Donnerstag, Donnerstag war ja der nächste Raid-Boss-Wechsel. Viridium ist fort, Cobalium ist da. Diesmal habe ich den nicht im Community-Tab gepostet. Ich habe im Community-Tab nur die Konda-Übersicht gepostet. Aber im Community-Tab ist ein Link zur Raid-Gruppe, wo jetzt immer der Community-Raid stattfindet. Weil ich mache eh meinen täglichen Pass immer in der Raid-Gruppe. Und dass mal mehr aktive Raider und Leute in die Raid-Gruppe kommen, mache ich das jetzt so. Und es ist für mich auch leichter, weil ich muss immer noch bis zum Raid hinfahren. Auf der Fahrt kann ich keine Leute adden. Aber Community-Tab hieß immer, da steht, ihr sollt euren Code hinschreiben. Ich adde euch, da bin ich meistens am Raid, habe nur noch eine Minute Zeit. Muss dann 10 Leute adden über den Code, die müssen auch noch annehmen, das ist halt richtig bescheuert. Aber in der Raid-Gruppe, da steht ja mein Code da, da können die mich adden, da haben die ja Zeit, bis ich beim Raid bin. Dann nehme ich die einfach an, lade die ein. Ist einfacher, das probieren wir heute mal. Ich denke mal, das ist gut. Dann habe ich nämlich weniger Stress. Jetzt suchen wir aber den Raid, der ist mitten irgendwo in der Stadt. Irgendwo da bei dem Inder, bei dem Bombay-Restaurant oder so. Und ja, da fahre ich jetzt mal hin und mal gucken, ob ich dort was finde, wo ich die Kamera abstellen kann. So, das ist der Ramses. Das ist der Jonas. Das ist der Weihnachtsbaum. Und da sind die Bratwürste. Prost! Man prostet nämlich mit der Wurst, das ist ganz wichtig. So, da drüben ist Pupsi mit Jonas. Da vorne ist irgendwo die Arena. Hinter mir ist hier Wasser und irgend so ein Ding. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mir in die Kommentare. Hier sind auf jeden Fall viele Arenen aufeinander, direkt vorm Inder. Wir haben jetzt schon eine gelbe gemacht auf dem Parkplatz, eine gelbe nach dem Parkplatz. Und jetzt machen wir gerade die Arena, wo der Raider dran ist. Die wird auch gelb gemacht einfach. Wir haben auch wieder ein Team erstellt, dass wir wieder zusammen Teamplay machen können. Die Leute, die vor Ort mitmachen, in der Raid-Gruppe wird auch immer der Team-Code geteilt, ja? Also der Team, dass ihr halt im Team spielen könnt. Also kommt in die Raid-Gruppe. Da gibt es jetzt immer den Community-Tab, den Community-Raid. Da gibt es meinen täglichen Raid. Da gibt es Dragoran-Raids. Da gibt es jetzt Cobalium heute, morgen Mega Kangama oder so. Und da gibt es vor allem immer Team-Code. Das ist aber nice. Guckt doch mal hier. Dieses dicke, fette und hier noch dieser Baum. Dann läufst du hier einfach durch. Was ist das denn? Guck mal, da hat sich einer einen Shelter gebaut. Das sieht nice aus. Da muss der Naturin drin übernachten. Das ist doch extra so gemacht. Shelterbau. So, das hier hinter mir ist jetzt die Arena im Spiel als Former Military Hospital. Da ist auch jetzt ein Schild dran vom Caritas, ne? Das ist die Arena. Wir sind jetzt hier hinten durch diesen Weg gegangen. Und ich werde mal gucken, ob ich euch irgendwo hier an den Zaun dranhängen kann. Damit wir nicht so auf der Straße rumstehen und es nicht so laut ist. Und hoffentlich stört man hier niemanden. Da ist eine einsame Hütte. So, da steht der Ramses jetzt ein bisschen verloren in der Gegend rum. Da ist Pupsi mit Jonas. Da ist die gelbe Arena. Da ist noch eine gelbe Arena. Da ist noch eine gelbe Arena. Das sind genau die drei, die wir jetzt gerade gemacht haben. Hier ist sogar ein Showcase. Da wäre noch eine rote Arena. Vielleicht kann man die ja noch machen danach. Jetzt gehe ich erstmal ganz kurz in den Community-Tab auf YouTube, wo ich sonst immer den Community-Raid gepostet habe, um euch mal zu zeigen, dass ich trotzdem weiterhin natürlich die Konda-Grafik poste vom aktuellen Raid-Boss.
Wo drin steht auch, wie viel WP der hat, nämlich 1727 als 100er ohne Wetterbrust, 2159 mit Wetterbrust. Das Ding ist vom Typ Stahl und Kampf. Ihr könnt Kampf nehmen gegen den Stahltyp, Boden gegen den Stahltyp oder Feuer gegen den Stahltyp. Gefühlt nehmt ihr nichts, was gegen Kampf ist, weil dann das Stahl gegen euch ist, wenn ihr zum Beispiel mit Fee angreift oder sowas. Ja, was habe ich von den Sachen? Nix. Hier ist auf jeden Fall Terrakium der Beste, aber Terrakium kommt dann erst nächste Woche. Der ist sowieso der Beste. Ich guck mal, was ich habe. Ich kämpfe dann mit, weiß ich nicht. Mal gucken, was es mir vorschlägt. Normal steht dann hier auch immer der Community Raid drin, aber ich habe es mir jetzt leichter gemacht. Ja, ist natürlich schlecht hier. Die Kreuzung hat drei Spuren und alle drei Spuren sind immer dicht. Da kommst du schlecht vorbei. So, ich hab's mir jetzt einfach gemacht. Hab jetzt einfach den Link für die Raid-Gruppe dahin gebastelt und die Leute können in die Raid-Gruppe, wenn sie noch nicht in der Raid-Gruppe sind. Und ansonsten können wir mal gucken, wer eingeladen wird, denn das hier ist die Raid-Gruppe und da poste ich jeden Tag sowieso mein Raid rein. Sieht dann ungefähr so aus hier, mega knackrack und dann tragen die sich ein und dann können die eingeladen werden. Aber wir müssen mal bis ganz runter, dass wir aktuell sind. Denn aktuell habe ich hier den Kobalium eingetragen, das seht ihr auch immer, mit Bild, mit Standort, mit Arenaname, mit Uhrzeit, mit Trainercode, mit allem drum und dran. Und wir sollen einladen. Pokehunter, X, I'm on Fire, Henry Niki, Schäfe 24. Das sind vier Leute zum Einladen. Und jetzt ist der Raid hoffentlich gleich auf. Er ist auf. Wir gehen mal drauf. Das ist Kobalium. Da hatte ich auf dem Main-Account 200-prozentige. Eins aus einem Raid und eins ist beim Tauschen aus Versehen 100% geworden. Ich habe extra keinen Glückstausch gemacht. Ich hatte einfach mal eins getauscht, weil ich gedacht habe, ich muss eh noch einen Spezialtausch machen. Ich wollte was wegtauschen, um einen XL-Bonbon zu kriegen. Habe mir von der Gegenseite ein Kobalium gegeben und das ist beim Tauschen einfach normal, ohne Lucky Trade, direkt so geworden. So, wir gucken mal, wen wir noch einladen können. Wir haben nämlich noch einen Platz frei. Jolix, Flex. Mach mal Flex. So, erst den Herrn, dann die Dame, sage ich. Aber jetzt muss ich ja eh warten. Mir schlägt jetzt hier die Meister-Grief-Armee vor. Die finde ich gut, der hat nämlich eine dicke Nase. Gardevoir steht auch da, aber da könnte das ja mit seinen Stahlattacken im Gardevoir querkommen. Deswegen, ich werde mich wahrscheinlich auf Kampf konzentrieren. Knackrack, mega Knackrack mit Bodenmoves. Müsste ja an sich auch gut sein. Meine Flampivian-Armee mit Feuer wäre auch am Start, aber wir lassen das jetzt einfach mit Meister-Grief drin. Guck mal, dass wir wieder vier einladen können, weil ja gerade wieder neu einladen funktioniert. Oder auch nicht. Weil Pupsi nämlich jetzt gegangen ist und hat meinen Hotspot mitgenommen. Und jetzt geht nämlich nichts mehr, das ist sehr cool. Ich gehe mal und hole mal meinen Hotspot wieder. So, wir sind zurück. Die Sirene hat nämlich den Jonas wach gemacht. Der ist immer, wenn der hört, dass eine Sirene, das ist wie so ein Hund. Die jaulen ja dann auch immer. Deswegen, da musst du aufpassen. Jetzt kann ich auch nicht mehr einladen. Jetzt können wir mal gucken. Hier nimmt's Hariyama. Hariyama, Terrakio, Machomai, Machomai und Glurak. Also bunte Mischung, mehr Kampf, aber ein Feuer dabei. Das seht ihr halt, der Noodle-Account hat fett die Auswahl. Und der Habanero, der hat halt einfach immer nur eine 6er Armee von einem Typ, die reicht für irgendwas. Obwohl eigentlich hätte der auch Maromai Armee nehmen können, dann müsste er eigentlich auch 6 Stück haben. Hier muss ich mal auf den Super Bonus Move drücken, damit dann der nächste Move, den ich mache, doppelt so effektiv und brutal ist, der angeblich nur einmal geht, aber irgendwie mir anzeigt, dass er ja wieder voll ist. Und wenn ich drauf drücke, steht wieder Wuchtschlag mal 2 dahinter. Also kann ich den ja doch mehrmals einsetzen, oder nicht?
Ich blick da immer noch nicht durch. Da brauche ich wieder Erklärung. Ich dachte immer, wenn der voll ist und du drückst drauf, steht dann unten mal 2. Und wenn du dann deinen Move machst, ist der halt doppelt so stark. Und wenn es wieder voll ist, drückst du drauf, es steht wieder da, mal 2. Und dann ist es wieder doppelt so stark. Und das ist richtig cool beim Team Feature. Ansonsten gibt es das Ding natürlich auch in Shiny, weil alle Ritter der Redlichkeit sind als Shiny verfügbar. Sieht aber unspektakulär aus. Viridium sah meiner Meinung nach am besten aus, weil das halt von grün dann in rot sich umgefärbt hat. Das war cool. Das hier ist unspektakulär. Und am dümmsten sieht halt einfach Terrakium aus, weil der ist normal cool und hat dann einfach ein Zirkuszelt. Und das sieht halt nicht so gut aus. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht gefällt es euch ja. Hier haben wir jetzt 2093 mit Wetterboost. Das packe ich mal ein. Dann drücken wir uns mal durch. Schauen mal hier nach den WP und ob es ein Shiny ist. 21,30. Jetzt habe ich mir natürlich die Werte nicht gemerkt. Wir werden ihn aber versuchen einzutüten. Ich glaube, der lässt sich auf jeden Fall gut fangen. Weil der steht gefühlt ja stocksteif in der Mitte. Man muss nur weit genug werfen. So, jetzt. Der steht stocksteif in der Mitte. Der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts, der macht keine Rückwärtssaldos, der geht nicht hoch, der hüpft ab und zu mal in die Luft. Dann hat er aber auch wieder seine Angriffsanimation und das ist wichtig. Am besten Kreis einstellen, auf einfach fabelhaft. Immer warten, bis er angreift und beim Angriff dann reinwerfen, dass er den auch nicht abwehrt. Das ist schon wieder Pokédex-Eintrag beim Habanero. Und das ist gefühlt aber auch das einzige Kobalium, was ich machen möchte in der Zeit, wo Kobalium da ist. Der Main hatte einen 100er, hatte 200er, der Habanero braucht das nicht, der braucht keine Legendären. Der holt sich lieber noch ein paar Dragoran-Raids und ein paar Dragoran-Bonbons. 15, 14, 10, 21, 30, passt. Pokédex-Eintrag ist da, kann man machen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon ein Shiny aus der Vergangenheit? Habt ihr schon ein 100er, habt ihr ein gutes? Werdet ihr das raiden oder was raidet ihr momentan? Schreibt's mal in die Kommentare. Was Pupsi hat, weiß ich gar nicht. Aber ist schon wieder weg, ne? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.